Bundestrainer ist da, Joachim Löw. Hallo, guten Abend. Da können wir gleich noch mal dieses wunderschöne Tor sehen. Joachim Löw, der Thomas Müller hat gerade gesagt, das ist ihm fast zu kitschig, also für wie das heute gewesen ist. Wenn man ein Drehbuch schreiben könnte, hätte man es wahrscheinlich so geschrieben. Typischer Poldi war das. Ja, und wie ist Ihnen dabei zumute gewesen jetzt? Ja, ich habe mich natürlich gefreut, weil ich finde schon auch besondere Spieler, die verdienen dann auch einen besonderen Abschied. Und das war es heute für ihn, sein letztes Spiel nach einer langen Karriere. Er macht jetzt heute noch gegen England in so einem Prestigeduell das entscheidende Tor. Das ist natürlich toll für ihn, auch glaube ich für die Stimmung im Stadion war das natürlich auch super. Ich habe mich ein bisschen gewundert, sollte er so lange auf dem Feld sein oder haben Sie dann irgendwann einfach gedacht, also das geht wahrscheinlich besser mit Poldi heute? Grundsätzlich habe ich mir überlegt, ihn ein bisschen früher runterzunehmen heute. Aber er hat in der Halbzeit gesagt, er will unbedingt bis kurz vor Schluss spielen. Ne? Und dann habe ich gesagt, wir schauen mal, was wir jetzt machen und wie das Spiel dann insgesamt läuft. Ne? Von daher war es aber dann natürlich gut, dass er auf dem Platz war. Dann noch bis wir haben schon heute natürlich viel über Lukas Podolski gesprochen. Trotzdem, Sie sind derjenige, der immer zu ihm auch gehalten hat, auch in Phasen, wo andere schon gesagt haben, naja, also jetzt langsam läuft es ja gar nicht mehr so gut. Und Sie haben immer gesagt, den brauche ich weiterhin. Warum? Was ist das Besondere gewesen für das Team? Ich denke, über Sportliche muss man jetzt auch nicht so viel reden. Ich meine, er hat lange Jahre gespielt. Er war immer mit einer hundertprozentigen Einstellung bei der Sache. Er hat immer einen großen Siegeswille, ob er gespielt hat von Anfang an oder manchmal auch nicht. Aber seine Einstellung war immer natürlich auch top. Und das andere ist einfach auch, das habe ich glaube ich auch gestern gesagt bei der Pressekonferenz, seine unheimliche Empathie. Und er hat sich schon auch mit viel Freude, mit Leichtigkeit, mit Liebe zum Spiel und auch zu den Menschen, die da waren, einfach auch immer eingebracht. Ja. Und seine ganze positive Grundeinstellung hat der Nationalmannschaft schon auch immer gut getan und auch in der Außendarstellung und auch im Innenverhältnis. Und wir haben ja schon ganz viel darüber gesprochen, Mehmet, aber trotzdem auch, dass er jemand ist, der mindestens in den letzten Jahren auch noch einen großen Ehrgeiz entwickelt hat. Also ich erinnere mich an die WM beispielsweise, da hat er seine Malaise ein bisschen mit der Wade und er wollte unbedingt fit werden, hat da Sonderschichten eingelegt. Lukas ist, wie wir vorhin auch gesagt haben, mit Spaß bei der Sache, mit Humor bei der Sache und vor allen Dingen mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Der Lukas hat keine Angst. Also es gibt ja Fußballer, je größer die Spiele werden, desto mehr Angst haben sie. Und beim Lukas ist genau umgekehrt. Er freut sich einfach, je wichtiger die Spiele, desto mehr Bock hat er drauf. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort zu dem heutigen Spiel. Zu Anfang hatten die Spieler ein bisschen zu viel Angst, nicht Respekt. Aber ich hab lange nicht mehr gesehen, dass die deutsche Mannschaft so aufgetreten ist wie heute. Ja, wir waren in der ersten Halbzeit natürlich auch sehr nervös. Man hat gemerkt, irgendwie die jungen Spieler oder einige junge Spieler sind jetzt zum ersten Mal in der Zusammensetzung auf dem Platz. Es hat nur ein einziges Training gegeben. Das hat man schon auch gemerkt und die Engländer haben in der ersten Halbzeit auch mit mehr Intensität gespielt. Auch in den Zweikämpfen, im Spiel ohne Ball, einfach auch mit mehr Intensität. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen gefangen. Das Spiel wurde besser, strukturierter und auch die jüngeren Spieler, die vorne gespielt haben, die kamen dann auch besser ins Spiel. Es war gut, dass es so war heute und dass die ihre Erfahrung machen. Das finde ich schon auch wichtig in solchen Spielen, gerade auch gegen Gegner, die irgendwie alles abverlangen, die eine große Herausforderung sind. Von daher war es gut. Deswegen haben wir ja auch vorher gesagt, auch haben wir ja auch in der Pause ganz klar gesagt, die sammeln jetzt ihre Erfahrungen und das ist ganz, ganz wichtig. Interessant für mich war zu sehen, dass einfach Hummels, Kroos, Hector, und zwar im Speziellen die drei alle Situationen versucht haben, nach vorne aufzulösen, weil sie wussten, wenn der Ball, wenn sie wieder in der zweiten Halbzeit, nur in der zweiten Halbzeit, wenn sie die Bälle zu Ter Stegen spielen, der bekommt dann irgendwann Druck und muss wieder auf die Jungen schlagen. Also im Prinzip kam da so aus der Mannschaft so ein Eigenleben. Man hat das Gefühl auch gehabt, Toni Kroos möchte nur noch den tödlichen Ball spielen, immer durch die Engländer durch und dann gucken, wo kann ich den tödlichen Pass spielen. Und das war einfach der Schlüssel, dass alle mehr Sicherheit gekriegt haben auch. Ja, die Raumaufteilung war in der zweiten Halbzeit auch noch besser. Wir konnten besser spielen, mehr Platz. Am Anfang standen eigentlich alle drei vorne, Julian Brandt, Leroy und Timo Werner, relativ eng zusammen. Also hatten die Engländer irgendwie keine Probleme, das zuzumachen. Sie waren immer mit dem Rücken
ne, zum gegnerischen Tor. Also war es schwierig, auch sie anzuspielen. Nachher haben wir es dann ein bisschen breiter gemacht, gab es ein bisschen mehr Raum dann auch im Mittelfeld und vorne mehr Möglichkeiten, auch mal tief zu gehen. Mhm. Aber schwierig natürlich für dann Spieler, die auch neu da sind. Ja. Also Sané macht ja jetzt nicht sein erstes Länderspiel, aber ist neu dabei gewesen. Und vor allem natürlich Timo Werner, hier rein, sich reinzufinden. Zwischendurch hat man mal gesehen, was das für eine Maschine sein kann. Ne? Ja, also was er unheimlich gut gemacht hat, war schon auch, dass er vorne irgendwie immer gut angelaufen ist und wahnsinnig viele Wege gemacht. Ja. Es war aber heute schwer, auch eben gerade in der ersten Halbzeit Torchancen rauszuspielen. Ja, herzlich willkommen, Lukas Podolski. Wir haben natürlich schon viele Worte verloren. Aber das Wichtigste ist erstmal, wie geht's jetzt? Ja, ganz gut. Ja, ja. Es gibt auch keinen Grund, dass es nicht so ist. Nein, ich konnte mich ja lange auf das Spiel vorbereiten. Das war ganz gut. Und ja, dass am Ende so läuft wie heute, ist wie im Film. Wir gewinnen 1-0, ich mache das Ding und ja, ich denke, wie ich gerade gesagt habe, ist wie im Film. Mal sehen, was der Thomas Müller hat gesagt, wenn es ein Film wäre, wäre ihm zu kitschig gewesen. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dieses kitschige Teil gucken wir uns noch mal an. Das war gut, nach Gutsherrn Art. Und? Sieht sehr hübsch aus. Schön, zum Abschluss nochmal. Wie viele Tore das? Schon öfter gemacht, so, ne? Ja. Wie viele Tore des Monats? Ich glaube, 11 sind schon, ne? Das ist, glaube ich, das 12. Ja, genau. Ja, schöner Kracher. Nein, ich weiß ja, dass ich einen linken Fuß habe, der liebe Gott oder wer sonst auch hat mir den gegeben. Und ja, darauf konnte ich mich sehr oft verlassen. Und ja, wie man sieht, heute auch. Und nach zwei Niederlagen, der Bundestrainer hat eine Brandrede gehalten vor dem Spiel im Hotel. Wir haben zweimal verloren und heute ist es wieder soweit. Und daran haben wir uns gehalten, glaube ich. Lukas, stell dir mal vor, du hättest auch noch einen rechten Fuß jetzt. Ja. Ja, dann müsste man eine Mannschaft erfinden für mich. Dann wäre Barcelona oder Real Madrid, wäre dann noch zu wenig. Hauptsache Italien, egal. Aber jetzt ist ja schon wieder alles schön locker. Wie war es draußen eben? Ich habe gerade gesagt, also in Dortmund, das muss man erstmal schaffen, dass in Dortmund alle kölsche Lieder singen. Ja, daran sieht man, was für einen Bezug die Kölner zu mir haben und noch umgekehrt. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Klar ist die Nähe jetzt nicht so weit von Köln nach Dortmund, aber man sieht, wie viele Kölner, ich glaube bestimmt 30.000 Kölner hier im Stadion. Ich glaube 60. Wenn nicht sogar mehr. Und ja, da kriegt man Gänsehaut. Da weiß man, die Heimat ist da und dass man vieles richtig gemacht hat, vor allem außerhalb des Platzes und dass die Menschen das einem wiedergeben, das zählt für mich ja, viel mehr als die 90 Minuten immer auf dem Platz. Joachim Löw, die Analyse fällt heute ein bisschen kürzer aus. Ich glaube, das Interessanteste haben wir auch eigentlich schon gesagt. Nur jetzt geht es ja weiter ohne Lukas Podolski. Was würden Sie sagen, jetzt was fehlt der Mannschaft? Jetzt muss Müller wieder treffen. Ja, genau. Aber was fehlt der Mannschaft ohne den Kerl hier? Ja, einiges. Lukas war ja dynamisch, er war im Torabschluss einmalig. Zum Jammer jetzt in Zukunft ja nicht mehr bei uns. Ja? Und es fehlt natürlich auch jemand, der eben auch diesen Respekt immer vorgelebt hat. Andere Spieler natürlich auch, aber Lukas hat es über die ganze Zeit gemacht, auch wenn es mal schwierig war. Er hat immer allen gegenüber Respekt gezeigt, er hat alle für wichtig genommen. Und sowas ist natürlich auch ein unschätzbarer Faktor in einer Mannschaft. Wenn wir ihm jetzt die Ohren kurz zuhalten, gibt es heute Abend noch was? Ist noch was vorgesehen? War mir alles schon erledigt heute. Alles schon erledigt? Klar. Ja. Was? Gesungen oder einen Vortrag gehalten? Nee. Nein, es ist im Hotel ein emotionaler Film gezeigt worden. Eine schöne Rede vom Bundestrainer. Okay. Und ich denke, da sollte man noch gut sein lassen. Die bereiten sich jetzt auf ein Spiel in Aserbaidschan vor. Wir haben gespielt, wir haben gewonnen. Die Fans haben mich verabschiedet. Es war eine tolle Stimmung. Und ja, jetzt geht es mit der Familie morgen nach Köln für ein paar Tage und dann geht es wieder zurück nach Istanbul. Professionell bis zum Abschied, also denkt schon an für Sie. Nein, aber irgendwann ist ja auch gut, also wie gesagt. Ja, noch nicht ganz, aber wir waren zwei Tage zusammen, der Bundestrainer hat schöne und emotionale Worte gefunden, das Team hat mich verabschiedet, das Team hinter dem Team. Mit einem schönen Video, heute nochmal ein geiles Spiel mit einem geilen Ergebnis und wie ich eben gesagt habe, ist ein geiler Film und ich bin stolz, 13 Jahre ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein, natürlich mit dem Abschluss Weltmeister und ja. Darauf bin ich stolz. Video ist ein gutes Stichwort, kommen wir gleich zu. Ich höre gerade, ich muss Ihnen sagen, dass Sie ja zur Pressekonferenz sollen. Insofern ganz herzlichen Dank, Joachim Löw, und viel Erfolg gegen Aserbaidschan.
Und weil wir gerade schon bei Video sind, ich meine, ganz ohne Video kommen wir hier natürlich auch nicht aus. Also Marc Schlömer ist hier zumindest mal ein bisschen rumgefahren und hat ein paar Leute getroffen, die dringend auch sich noch verabschieden wollten. Schauen wir mal rein. Ich habe so viel erleben dürfen mit ihm, hat großen Spaß gemacht, ein sensationeller Fußballer auch. Du hast nicht nur mich, sondern auch viele andere Experten begeistert mit deiner unbekümmerten Art, die du ja auch komplett in deiner ganzen Länderspielkarriere durchgehalten hast, tolle Erfolge gefeiert und wünsche dir natürlich von hier alles Gute, alles Liebe. Das Tolle ist nicht nur die vielen Erfolge, die du gehabt hast, sondern vor allem, du bist auf dem Boden geblieben. Du bist da, ja, dich selbst geblieben und das finde ich einfach super. Von daher nochmals Riesenglückwunsch für diese tolle Karriere. Tausend Dank im Namen aller für das, was du geleistet hast. Liebe deine Stadt. Auch wir vom 1. FC Köln sind sehr, sehr stolz auf deine komplette Karriere. Wir beide haben auch eine lange Zeit zusammen verbracht am Geisbockheim und sind als kleine Jungs mit dem Fahrdienst gemeinsam zum FC gefahren und haben viele Jahre gemeinsam hier im Club verbracht. Ja, hallo Maui, das war's gewesen. Nationalmannschaft AD. Vielen Dank für eine super tolle Zeit, für viele unvergessliche Momente, die du mir auch persönlich beschert hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass du noch lange im Fußball tätig bist. Lukas, was ist das denn für eine Nationalmannschaft ohne dich? Diese anderen sind alle hässlich. Du bist einer der geilsten Fußballer, einer unserer geilsten Kumpels hier zu Hause. Ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit. 13 Jahre in Nationalmannschaft. Wir sind stolz auf dich. Ich wünsche dir alle viel Glück in deinem Leben. Ich hätte das gedacht. Und damals mit Bergheim, ne, mit deinem kaputten Fahrrad immer hinkommen zum Sportplatz. Und jetzt, also Glückwunsch. Ich war ja bei vielen Länderspielen mit dabei und habe immer mitgefiebert und war immer stolz auf dich. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück in Japan. Wir werden dich natürlich vermissen. Hallo Lukas, hier ist die Oma. Du weißt ja, du kennst mich ja. Es war sehr schön mit dir. Schade, dass du jetzt schon Schluss machst mit der Nationalmannschaft. Jetzt gehst du nach Japan. Jetzt werde ich dich 2 Jahre vermissen. Schade, aber mit dir war es schön. Man kann weniger erreichen, muss ich sagen. Also wenn man nicht nur so erfolgreich war, sondern wenn man dann auch noch merkt, dass man solche Freunde, solche Bekannten, solche Verwandten hat. Ja, aber davon hat man nur wenige. Ja. Da muss man auch immer aufpassen. Man muss sich die Leute ganz genau aussuchen. Das lernt man aber im Fußballerleben. Habe ich auch viel von Mehmet gelernt zu meinen Bayern-Zeiten. Man muss sich die Leute schon gut aussuchen. Weil es ist auch eine gefährliche Welt. Das ist aber gut, Mehmet, das hast du gut gemacht. Ja, ich habe es verloren mittlerweile. Jetzt hat er es. Aber du weißt noch, wir haben ziemlich viel Blödsinn miteinander gemacht und nach 2 Monaten bist du ganz ernst geworden und hast mir die komplette Mannschaftsstruktur bei Bayern erklärt, den Verein erklärt und du hast recht gehabt in dem, was du gesagt hast. Das ging relativ fix. Und dann geht es jetzt weiter nach Japan. Wann geht's los? Im Juli. Also ich mache die Saison noch, ich glaube in Istanbul geht die bis Anfang Juni, dann habe ich ein paar Wochen Urlaub und dann geht's rüber. Und dann geht's rüber mit Sack und Pack oder wer kommt alles mit? Ich meine, die Familie ist heute auch hier, die geht hoffentlich auch mit, nehme ich ja, mal klar, an. Ja klar, die geht mit. Die geht das auf jeden wird ja ein spannendes Abenteuer, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte die Anfrage, ich habe mir das natürlich gut überlegt und auch mich gut informiert. Es gibt eine deutsche Schule, es gibt alles, was wir brauchen. Ich war schon 3-mal in Japan. Okay. Ist eine tolle Erfahrung, auch außerhalb des Platzes. Und 2,5 Jahre und dann schauen wir weiter, was passiert. Also, weil wir gerade schon mal den Sohnemann zumindest gesehen haben, das war ja auch ein großer emotionaler Moment auf dem Platz im Maracana 2014. Der Abend geht noch lang weiter. Auch bei uns geht es natürlich hier weiter mit dem Sportclub. Ich guck mal, wo haben wir ihn? Alexander Bommes, hallo. Mit Sportschau-Club und mit Poldi heute, oder? Also Gerhard, ich möchte eine förmliche Einladung aussprechen. Lieber Herr Podolski, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zum Tor. Und Sie haben ja gesagt, die letzte Nacht gehört dem Bundestrainer. Das war gestern. Ich finde, dass die erste Sendung als nicht mehr Nationalspieler dann der Sportschau-Club sein sollte. Wir sind so 100 Meter entfernt. Unsere Leute sind direkt bei Ihnen vor der Tür. Die nehmen Sie sofort mit. Und ich glaube, Willi Breuer, Herr Breuer, wollen Sie vielleicht als längster Bekannter von Podolski neben der Familie einmal kurz Ihnen befehlen, hier gleich mal nochmal reinzuschneiden?
Also, hier ist ganz Bergheim, Herr Podolski. Ja? Also. Super. Willi, wo hast du den Anzug her? Sie müssen herkommen, oder? Ich glaube, bei der Reaktion kann er gar nicht anders. Der kann gar nicht anders. Der wird auch kommen. Der wird auch kommen. Thomas, also, hast du noch ein Wort, da mitzureden? Ich kann gar nichts mehr sagen. Er muss kommen. Ich glaube, er hat das Tor des Monats erzielt. Er soll sich die Medaille abholen hier. Ja, ich glaube, sonst würde er sich wahrscheinlich auch mit Ihnen sehr verscherzen, Herr Breuer, wenn er jetzt nicht hier hochkommt. Der wird kommen. Es gibt kein Problem. Bis gleich, Herr Podolski. Wir freuen uns sehr. Ja, ist ja nicht so weit. Ich rede noch mal mit ihm, aber... Was war das eben mit Willi? Hat einen schönen Anzug. Ja, ich kenne ihn nochmal anders. Okay. Ich glaube, heute hat sich extra schick gemacht und besonderer Anlass. Er war einer der ersten Trainer, der mir den Weg gezeigt hat, von dem ich viel gelernt habe. Und ja, schön, dass er heute auch dabei war. Die sind 100 Meter entfernt, also wenn das noch irgendwie reinpasst. Genau, ja, siehst du, da freuen die sich. Wir haben uns auch gefreut. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Tolle Danke Geschichte, auch. Die Karriere, aber heute ein super Abschluss. Genial. Toi, toi, toi in Japan. Dankeschön. Danke. Danke. Alles Gute. Weißt du, wenn's? Schön geil. Danke. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss. Ja.